Jeder kennt doch die Geschichte der RMS Titanic, das unsinkbare Schiff, welches auf ihrer Jungfernfahrt 1912 sank. So kennen wir alle die Geschichte. Doch seit neuestem gibt es eine Theorie, die besagt, dass die Titanic niemals gesunken ist. Aber bevor das Video beginnt, möchte ich erwähnen, dass es eine Menge Arbeit war, die verschiedensten Quellen zu durchstöbern und den besten Inhalt herauszufiltern. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und dem Video ein Like gibst. Vorerst möchte ich erwähnen, dass es sich hierbei nur um eine Theorie handelt. Doch ich finde persönlich diese Theorie sehr interessant. Die RMS Titanic wurde von der White Star Line Organization gebaut. Doch der Besitzer der Titanic war ein Mann namens John Pierpont Morgan oder auch bekannt unter dem Namen JP Morgan. JP Morgan war ein US-amerikanischer Unternehmer und der einflussreichste Privatbankier seiner Zeit. Und selbst heutzutage ist JP Morgan Chase & Co. die größte Bank der USA und laut Forbes das weltweit drittgrößte an der Börse notierte Unternehmen. Was ich damit sagen möchte, dieser Mann kannte sich mit finanziellen Angelegenheiten aus. Doch jetzt kommt die Frage, was hat das mit dem Untergang zu tun? Die Theorie besagt, dass gar nicht die Titanic gesunken ist, sondern das Schwesternschiff, die RMS Olympic. Die RMS Olympic ist das identische Schwesterschiff der Titanic und zum Vergleichen zeige ich euch einmal hier die Olympic und einmal hier die Titanic. Na, fällt euch irgendein Unterschied auf, außer dass vielleicht auf dem einen Bild oben Flaggen sind und das eine Bild vielleicht etwas heller ist? Das Ding ist, es gibt fast keine Unterschiede. Denn laut Daten sagte man, die Titanic sei das damals größte Schiff, das beste und vor allem unsinkbar. Und das gleiche ist zurückzufolgen auf die Olympic. Um uns in die Zeit zu orientieren, die Olympic wurde 1911 fertiggestellt, die Titanic wurde ein Jahr später fertiggestellt. Zwar sind beide Schiffe gleich lang und zwar 270 Meter, aber die Olympic hat 59.000 PS, währenddessen die Titanic nur 51.000 PS hatte. Und das ist jetzt wichtig, denn es wurde gesagt, die Titanic war zu ihrer Zeit das beste Schiff, was es gab. Aber trotzdem war die Olympic noch schneller. Es sind mal beide Schiffsdaten eingeblendet und ihr könnt euch selber ein Bild machen. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die Olympic ein vom Unglück geprägtes Schiff sei. Unter anderem hatte sie einen Kreuzer gerammt und das Unternehmen hatte die Klage gegen das Verteidigungsministerium verloren. Also wurde sie ein Jahr später in der Zeit der Titanic ausgetauscht, als sie zur Reparatur neben der Titanic lag. Wegen der verlorenen Klage deckte keine Versicherung den hohen Schaden. Und das nächste, was ich sage, ist wirklich sehr weit ausgeholt, aber der Plan soll gewesen sein, sie unter dem Namen Titanic auf die Jungfernreise zu schicken, bewusst ein hohes Risiko mit dem Eisberg zu kollidieren einzugehen und anschließend mit der Versicherungsnummer die White Star Line Organization zu sanieren. Man habe gehofft, auf die vielbefahrene Nordatlantikroute die Zahl der Toten niedrig zu halten. Aber wie man weiß, ist ein Nachbarschiff zu weit weg gewesen, um die Menschen zu retten. Doch gehen wir nochmal zurück, um alles klarzustellen. JP Morgan ist der Besitzer der RMS Titanic. Die Titanic geht auf ihrer ersten Fahrt unter und der Besitzer überlebt das Ganze. Wieso? Naja, JP Morgan musste die Fahrt absagen. Jedoch spalten sich hier die Meinungen. Einige sagen, er habe nie ein Zimmer gebucht und bekam kurzfristig das Zimmer eines Freundes, weil dieser absagen musste. Aber er hat es ebenfalls abgesagt. Andere sagen, er hatte eine Suite und sagte ab, weil er kurzfristig krank wurde. Und wieder andere sagen, er war zu beschäftigt mit seinen Geschäften, um mitzufahren. Jedoch gab es Zeugen, die aussagten, JP Morgan wenige Tage nach der Abfahrt mit seiner Geliebten in Frankreich gesehen zu haben. Und dabei wirkte er offenbar kerngesund. Noch weitere 55 Passagiere sagten kurzfristig ab. Darunter die JP Morgan Freunde, Henry Frick, Style Magnet und US-Botschafter in Paris. Sowie George Vanderbilt, Mitglied der Industrie- und Eisenbahndynastie und weitere. Auch die Kunstsammlung des Amerikaners, heute Bestandteil des New Yorker Museums of Modern Art, kam nicht wie beabsichtigt an Bord. Alles sehr interessante Faktoren, doch es gibt viele Gegensätze, wie beispielsweise, dass jedes Schiff eine Nummer hatte und die Nummer 401 für die Titanic war und 400 für die Olympic. Und als die Titanic wieder gefunden wurde, fand man auch diese Nummer 401 beim Wrack. Jedoch ist meiner Meinung nach die Theorie, dass die Olympic die Titanic sein soll, nicht so logisch wie die Theorie,
dass JP Morgan wusste, dass die Titanic untergehen wird. Denn dass sämtliche Mitarbeiter und JP Morgan plötzlich die Fahrt stornieren, erscheint einem doch sehr merkwürdig. Vielleicht wollten sie, dass das Schiff untergeht, damit sie den Schadensersatz gezahlt bekommen. Was meint ihr? Schreibt eure Meinung über diese Theorie gerne in die Kommentare. Falls du noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier bei Weltwissen.